Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozer hier und willkommen zu einem weiteren Team-Rating-Video. Und um es kurz zu fassen, fangen wir, würde ich sagen, sofort an. Denn das erste Team ist von DBZ David. DBZ David, lieben Dank fürs Einsenden. Er schreibt uns: Hashtag Team Ozer, ich wollte fragen, ob mein Team so schon gut ist oder es mehr Potenzial hat. PS, ich wünsche noch viel Erfolg mit YouTube. Schöne Grüße, David. Lieben Dank dafür, David. Und dann schauen wir uns mal auf jeden Fall dein Team an der Stelle an. Und oh, cool, sehr cool. Aus aktuellem Anlass im japanischen Dokumenten haben wir hier ein Universe Survival Saga Team mit Jiren als Leader. Demnach sind alle Charaktere richtig gesetzt, heißt jeder Charakter, der in dem Team ist, entspricht dem Leader Skill des Leaders. Gibt schon mal je einen Punkt dafür. Sind 6 von 10 Punkten auf jeden Fall schon mal an der Stelle. Gut, wenn wir uns das Ganze noch ein bisschen näher betrachten, dann haben wir hier... Charaktere sind alle Max Level und alle sind Awaked. Ja, 2 weitere Punkte, 8 von 10 Punkten, nice. Gut, dann schauen wir mal seine Charakterliste an. Und okay, ich sehe schon, wenn ich auf jeden Fall reintun würde. Also wirklich auf jeden Fall, ohne jegliche Frage, Kayle. Ja, Kayle nach ihrem Awakening ist wirklich sehr, sehr gut geworden. Bekommt durch ihre Pass auf ihren Angriff 120%. Macht eine Additional Attack, die eine super High Chance hat, dass eine weitere Ulti ist. Und zudem, nachdem sie jetzt nun ultet nach ihrem Awakening, verringert sich nicht ihre Verteidigung, sondern sie verringert die Verteidigung des Gegners. Also sehr, sehr gut an der Stelle. Und du hast hier an der Stelle noch einen Dupe für sie. Und deshalb würde ich sagen, wir tun Kayle auf jeden Fall rein. Für wen ist die Frage? Ah, ich habe da wirklich ein bisschen Bedenken gehabt, wen ich da raus tun sollte. Also Jiren, Uigoku, Kayle sind auf jeden Fall mal festgesetzt. Super Saiyan 2 Kayle auch, da sie wirklich ein guter Supporter ist für die Universe Survival Saga Charaktere. In diesen gibt sie Ki plus 2 und Attack und Death Boost. Und ja, heißt, wir haben hier, wenn wir den Graphen anschauen, wir haben hier auf jeden Fall, und kurze Info, ein bisschen Anmerkung, Uigoku ist hier nicht awaked, aber ich habe es auf Doka Battle Builder den awakened Status noch nicht gefunden als Bild. Deswegen ist natürlich der Teoware Uigoku, so wie er ihn auch im Team hat, unser Boy David. Genau, heißt, Uigoku und Jiren würde ich auf jeden Fall in einer Rotation lassen, sie geben sich gerade die Power unter anderem. Ist ein Angriffboost, ist sehr, sehr gut. In einer anderen Rotation würde ich dann auf jeden Fall lassen Kefla mit Kayle, mit der neuen Kayle. Und ihr merkt schon, ich war mir ein bisschen unsicher, aber ich habe jetzt Kaba mal ganz nach unten rechts hingestellt und ich denke, ich werde, beziehungsweise wäre mein Tipp an dich, Kaba rauszutun für Kayle. Warum? Kaba ist an sich eine sehr gute Unit, ja, TOR-Charakter, Free-to-Play, wirklich sehr gut, 80% auf seinen Angriff, weitere, beziehungsweise nicht weitere, sondern 7% Chance pro Universe-Survival-Charakter im Team, dass er crittet, also ist wirklich sehr, sehr gut. Aber auf der anderen Seite haben wir halt, wir haben unsere Rotation schon. Jiren, Uigoku, Kefla, Kayle. Und deshalb wären Rotationscharakter nicht schlecht. Und mit Super Saiyan 2 Kayle als Supporterin lasse ich sie auf jeden Fall drin. Und da wir hier eher einen Rotationscharakter suchen, würde ich mich eher für Free-to-Play Khalifa entscheiden. Denn sie kommt mit Dodges, Angriff Boost pro Universe Survival Saga Charakter. Und jeder im Team ist ja einer. Und Kaba und Lashley wäre ein weiterer Unit, der für Schaden sorgen könnte. Aber wie gesagt, da wir einen Rotationscharakter suchen, wäre es vielleicht an der Stelle ein bisschen... Würde für mich ein bisschen mehr Sinn machen, Khalifa statt Kaba reinzutun, weil sie sich auch overall ein bisschen besser linkt mit dem Rest des Teams, vor allem mit Kayle. Aber ich habe deswegen Kaba unten rechts an der Stelle getan, weil es nicht verkehrt ist, ihn auch reinzutun. Also da kannst du im Prinzip flexibel sein. Genau, und so viel dazu auf jeden Fall. Alles klar, und das nächste Team ist von Hamid. Hamid, lieben Dank für die Einsendung. Er schreibt uns: Hashtag Team Ozer, das ist mein Team. Wie findest du es? Kannst du mich auch grüßen? An der Stelle grüße ich dich natürlich, Hamid. Und lieben Dank für die Einsendung. Dann schauen wir uns mal das Team an. Wir haben ja ein Heroes-Team. Super Vegito, nicht Super Vegito, Vegito Blue als Leader natürlich. Gibt den Super-Type-Charakter in Ki plus 2 auf jeden Attribut 50%. Charaktere sind alle Super-Types im Team, meist 6 von 10 Punkten. Gibt es schon mal, alle sind Max-Level. Aber nicht Dokkan Awaked, heißt, wir sind bei einem weiteren Punkt und bei 7 von 10 Punkten bis jetzt. Wenn wir uns die Charakterliste ansehen bei unserem Boy Hamid, dann, wenn ich das so kurz sagen darf, hat er eigentlich schon im Prinzip das Richtige auf seinen Charakteren gemacht. Ich hätte hier im Blick auf jeden Fall noch Kaioken Blue Goku und Vegeta Blue Goku. Vegeta Blue Goku? Vegeta Blue, was war das gerade? Vegeta Blue und Goku Blue, Kaioken Blue, habe ich natürlich im Kopf, weil sie zwei sind natürlich auch gute Comps, gute Charaktere, aber wenn wir uns das Team schon an sich anschauen, ohne die beiden, dann synergieren die
auf jeden Fall besser und die Kombos sind auf jeden Fall gut. Also synergieren, mit synergieren meine ich, dass wir hier vielfache Charaktere haben und Fusion-Charaktere. Das meine ich mit Synergie, aber Link-Skills sind mehr oder weniger, sind, auch wenn wir jetzt Vegeta Blue und Goku Blue reintun würden, mehr oder weniger gleich, nur dass das Team halt aus vielfachen Charakteren besteht und Fusion-Charakteren, synergieren die in dem Sinne besser, dass die ein, zwei Link-Skills dann doch mehr haben, zum Beispiel Fuse Fighter. Und an sich individuell die Charaktere stärker sind. Natürlich gehst du hier auf jeden Fall noch her, tust einen vielfachen Gogeta Awaken. Aber ansonsten kann ich auf jeden Fall sagen, hast du aus deinen Charakteren das Beste gemacht. Gibt hier noch einen weiteren Punkt, wir wären von 8 von 10 Punkten. Und ich bin ja ein Freund davon, auf jeden Fall vierfache Vegeta und vierfache Goku in eine Rotation zu lassen, weil sich ganze 6 Links geteilen, darunter Saiyan Raw, was ihm weitere 25% gibt auf den Angriff. Und zweite Rotation kannst du eigentlich frei nach Kopf flexibel sein, rumhantieren. So mache ich das, ja. Sei es Super Gogeta mit vierfachen Gogeta und, je nachdem, was du gerade im Prinzip brauchst. Und genau, so viel zu dem Team. Alright, und das nächste Team ist von Hell Spiral oder Hell Spiral, aber ich denke Hell Spiral. Hashtag Timoso, du hier ist mein Mono In-Team. Thanks. So, wir haben hier ein Mono In-Team. Super Gogeta als Leader. Und auch wenn Janemba drin ist, er gehört trotzdem zum Leader-Skill. Denn Super Gogeta gibt ja auch Extreme In-Charakteren Key plus 1 auf 450%. Daher sind auf jeden Fall schon mal alle Charaktere richtig gesetzt. Wir haben 6 von 10 Punkten. Alle sind Max-Level. Yes, das sind sie. 7 von 10 Punkten. Und alle sind awaked. Yes, sind wir bei 8 von 10 Punkten an der Stelle schon mal. Aber wenn wir uns die Charakterliste ansehen, dann sehe ich auf jeden Fall, da ist mehr Potenzial. Da ist wirklich mehr Potenzial. Ich würde zum Beispiel auf jeden Fall Ui Goku reintun. Super Saiyan Goten hätte ich im Blick auf jeden Fall noch. Wen haben wir da noch? Ui Goku, Super Saiyan Goten habe ich gesagt, richtig. Und vielleicht der Base von Vegeta, aber ich würde dafür mal sagen, und Godku. Godku, stimmt. Godku Awaken ihn reintun, der würde auf jeden Fall auch gut in das Team passen. Zumal ich eher ein Fan davon bin, was, wenn wir zum Beispiel hier Super Gogeta haben und er sein Boost viel besser ist für die Super In-Charaktere als Extreme In-Charaktere. Ich mehr ein Freund davon da bin, dass wenn das möglich ist, auch das Team mit Super In-Charakteren zu füllen. Deswegen würde ich auf jeden Fall mal sagen, wenn wir uns den Graphen hier betrachten, damit ihr auch nachvollziehen könnt, was ich gerade gemacht habe, beziehungsweise wie ich das komplette Team ändern würde. Wie gesagt, mein Team würde an der Stelle so aussehen aus seinen Charakteren. Wir haben Super Gogeta als Leader, Vegeta Blue, Super Saiyan Goku, Super Saiyan Goten, Godku und Ui Goku. Ganz unten links ist Vegeta, nicht irritieren. Wir haben hier an der Stelle natürlich rausgehauen. Goku Jr., Janemba und Mai haben wir rausgehauen. Ne? Denn die anderen Charaktere, die wir reingebracht haben, sind individuell auf jeden Fall stärker als sie. Beziehungsweise Janemba ist ein Extreme End, deswegen habe ich ihn da an der Stelle rausgehauen. Anyways, heißt, warum ist Vegeta da unten links? Lass mich das erstmal erklären. Nämlich, Vegeta bekommt pro Int-Orb, den er einsammelt, 20% auf seinen Angriff. Auf der anderen Seite haben wir Super Saiyan Goku als Orb-Changer. Er sorgt für Int-Orbs. Und wenn wir Vegeta dann in einer Rotation hätten, immer mit Vegeta Blue, sie teilen sich viel Links hin, das ist sehr, sehr gut. Sorry. Und wenn Super Saiyan Goku als Rotationscharakter quasi in den Runden davor für Int-Orbs sorgt und Vegeta sie dann einsammeln kann, 20% pro Int-Orb auf den Angriff, das ist auf jeden Fall in sich. Zumal mit dem Vegeta Blue, sie teilen sich viel Links hier, darunter auch Fierce Battle, ganz wichtig. Royal Lineage, Ki und so weiter und so fort, aber Ki an der Stelle ist dann eher unwichtig. Hätte was, ja. Das ist ja quasi so ein nennenswerter Charakter, eine nennenswerte Combo, wenn ich das so sagen darf. Heißt, vielleicht kannst du das mal an der Stelle für dich ausprobieren, dass du den Vegeta reintust. Wen tust du dann raus? Ich würde Super Saiyan Goten raustun. Ich habe mich da ein bisschen schwer gemacht, ob ich Godku raustun würde oder Super Saiyan Goten für Vegeta. Ich habe mich dann letztendlich für Super Saiyan Goten entschieden, weil Godku da ein Theo ist und overall over eine Flash mitbringt. Das haben Super Vegeta hat das hier, Ui Goku hat das hier, Shattering the Limit mitbringt für den Super Saiyan Goku zum Beispiel. Im Ticken besser linkt er sich mit dem Team. Aber wie gesagt, wenn du das mit Vegeta nicht probieren willst, würde ich das Team ansonsten so, wie es da ist, für dich empfehlen. Wir haben Super Gogeta als Leader, Ui Goku, Vegeta Blue, Godku, Super Saiyan Goten und Super Saiyan Goku an der Stelle. Alles klar, und zum letzten Team von bei Levi. Levi, lieben Dank für die Einsendung für dein Team. Denn das Team ist auf jeden Fall nice, aber wir schauen es mal an. Er schreibt uns, Hashtag Team Ozoro, hier ist mein Extreme Team. Let's go. Ding, 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 ding. Da schmettern mir schon zwei Rainbow Stars entgegen. Wir haben hier ein Rainbow Team. Ja, japanisches Dokkan Battle. Heißt, wir haben Rosé als Leader. Und dies wiederum heißt, es muss ein Rainbow Team sein. Beziehungsweise ein Villains Team. Es muss ein Rainbow Team sein, um es besser zu sagen.
Alle Charaktere richtig gesetzt, alle Max Level Awake, sind schon mal 8 von 10 Punkten. Aber wenn wir uns die Charaktere ansehen, dann kann ich auf jeden Fall schon nachvollziehen, beziehungsweise konnte ich mir denken, dass Levi da ein bisschen hin und her probiert hat, weil er hat wirklich guten Charakterpool für sein Extreme Inziehen, weil zumal beispielsweise Ella Broly nicht drin ist. Ne? Also wenn man Ella Charakter draußen lässt, dann muss auf jeden Fall schon der Pool an sich, die Charaktere, die man nutzen kann, gut sein, wenn man Ella da rauslässt. Was ich damit sagen will ist, an sich ist erstmal ein Rainbow Team. Heißt, wir brauchen erstmal von jedem Typus einen Charakter. Lass uns mal die Typen abdecken. Wir haben Rosé, Strength-Type, alles klar. Ella Goku Black, Tech-Type, alles klar. Als Agility haben wir Super 17. Gibt es einen besseren Agility-Charakter in seiner Charakterlist als Super 17? Ich würde sagen, nein. Deswegen bleibt Super 17 erstmal drin. Physisch-Charakter hingegen hätten wir Omega-Shenlong, physisch cooler Goku Black und potenziell Ella Ginyu. Da Omega-Shenlong, um es ganz einfach zu sagen, 100% ist, lassen wir auch Omega-Shenlong drin. Cooler wäre auch nicht schlecht, aber Omega-Shenlong 100%. Omega-Shenlong ist besser in dem Fall. Goku Black? Nope. 100%. Yes. Ginyu. Er wäre auch ein LR potenziell, wenn du ihn zum LR bringen würdest. Er wäre ein Supporter, aber selbst dann ist LR Ginyu, finde ich, irgendwie trotzdem kein guter Supporter für einen LR-Charakter. Ja, gibt da nur 7777 und Ki plus 3, glaube ich. Also 7777 auf den Angriff und Ki plus 3. Also da gibt es deutlich Besseres. Also wenn ich dann 100% Omega-Shenlong habe, dann auch wenn LR Ginyu ein LR-Charakter ist, lasse ich auf jeden Fall Omega-Shenlong drin. Also passt das mal an der Stelle. In Charakter hätten wir Zamasu, Ginyu, ja, Raditz und Janemba. Um es einfach zu sagen, Zamasu bleibt drin, weil wir haben Rosé drin und Goku Black. Mit ihm linkt er sich gut. Und er hat auch Fierce Battle an der Stelle. Janemba hätte das zwar auch, aber wie gesagt, Zamasu linkt sich da besser. Gut. Nun kommt halt the final question, ne? Wir haben schon alle Charaktere abgedeckt, alle Typen. Heißt, wir können einen doppelt nehmen. Und hier hat sich Levi quasi für seinen 100% Broly entschieden. Kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, finde ich auch gut. Weil wir könnten auch statt dem dreifachen Broly eigentlich LR Broly mitnehmen. Aber was ist das Problem hierbei? Das Problem ist, beziehungsweise bevor ich es vergesse, wir hatten auch Janemba als Shenlong-Charakter. Aber wir haben Rosé als Leader, ja, Strength-Charakter, er muss drin sein, er ist unser Leader. Und auf der anderen Seite hätten wir Ella Broly zum Beispiel, um es kurz zu sagen, wenn wir ihn ins Team nehmen würden. Deswegen entscheiden wir uns mal gegen Strength Janemba. Aber das Problem mit Ella Broly und Super Saiyan 3 Broly ist folgendes. Wenn wir uns den Graphen anschauen, dann sind erstmal auf jeden Fall, ihr seht es oben links, habe ich alle Charaktere hingetan, die ich auf jeden Fall fix drin lassen würde. Rosé, Super 17, Zamasu, Ella Goku Black und Omega Shenlong. Und unten rechts lassen wir da ganz kurz das Problem mit Broly, mit den beiden Broly erklären. Nämlich, Strength und Tech-Charakter sind schon vergeben. Der Platz hatte für Strength und Tech ist schon vergeben. Unser Leader Rosé und Ella Goku Black. Ella Goku Black würde ich auf jeden Fall drin lassen, weil er sich sehr, sehr gut linkt mit Zamasu und Rosé und dem Friend Rosé natürlich. Gut, heißt, wir könnten nur noch einen weiteren Typen doppelt mitnehmen. Und deswegen müssen wir uns entscheiden zwischen Strength LR Broly und Super Saiyan 3 Broly. Was spricht dafür, was spricht dagegen? Super Saiyan 3 Broly würde ich reintun. Nicht wundern, ich habe mir das aufgenommen, ich habe mir da Notizen gemacht, deswegen schaue ich immer zur Seite. Ich würde Super Saiyan 3 Broly drin lassen, ich würde mich gegen LR Broly entscheiden, da er auf 100% ist und sich overall mit dem Team ein Ticken besser linkt. Beziehungsweise besser linkt, weil er zumal auch Nightmare hat etc. Und wenn man ihn mit den mit Rosé, mit einem Friend Rosé in Rotation lässt, die synergieren besser als LR Broly und der Friend Rosé an der Stelle. Aber ich muss dann auch ehrlich sagen, wäre der Super Saiyan 3 Broly nicht auf 100%, würde ich mich eventuell für LR Broly entscheiden. Um es kurz und einfach zu sagen. Ja. Aber, noch ein Aber, an der Stelle bist du auf jeden Fall flexibel, Levi. Denn wenn du mal merkst, okay, ich brauche mehr Strength-Charakter, kannst du LR Broly mit reinnehmen. Wenn du sagst, nee, ich brauche mehr Tech-Charakter oder an sich finde ich das besser, zack, kannst du den Super Saiyan 3 Broly mit reinnehmen. Also ich würde mich, um es klarzustellen, wie du es gemacht hast, für den Super Saiyan 3 Broly entscheiden, weil er auf 100% ist und overall besser linkt mit dem Team. Man könnte auch jetzt hingehen und LR Rosé raustun für LR Broly. Das wäre eine weitere Option. Aber, wie schon gesagt, LR Goku Black würde ich auf jeden Fall drin lassen, weil es mit dem Team besser linkt. Aber um es hier nochmal zu verdeutlichen, auch wenn es viele Aber waren. Es ist eine weitere Option, heißt eine weitere Flexibilität für dich. Deswegen kannst du auf jeden Fall mal merken. Dennoch würde ich sagen, du hast das Beste aus deinen Charakteren gemacht. Gibt es einen weiteren Punkt und das sind dann 9 von 10 Punkten an der Stelle für dich, Levi. Alles klar, Leute, das wär's mit dem Team-Rating-Video für
dieses Mal für diese Woche, für dieses Wochenende. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, lasst auf jeden Fall ein Like da. Wenn ihr neu da seid, lasst ein Abo da. Feedback ist immer erwünscht, ihr wisst es. Also runter mit den Kommentaren mit euch. Ja, runter mit den Kommentaren mit euch. Runter in die Kommentare mit euch. Damn, das wollte ich sagen. Das wollte ich sagen. Wir sehen uns in den Kommentaren. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut. Peace.